Ah, oh, scheiße. Ja. Von links. Versucht einer, geht wieder zurück, okay. Was sind das eigentlich jetzt für spezielle Gegner? Die habe ich vorher noch nie gesehen. Wie meinst du das für spezielle Gegner? Die haben diesen Engländer, dieses Engländer-Symbol neben, also neben ihrem Namen. Lebensanzeige. Namen haben sie ja nicht. Ach, die haben Schrotflinten. Du meinst den Schraubenschlüssel, den die haben? Ja, ja, die sind Engländer. Ja. Und die können auch Klaus aufbauen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind Ingenieure, die können auch so Dinge aufbauen. Ich würde zusammen sagen, die haben meine Fähigkeit geklaut. Ja. Ich bin der Einzige, der hier Klaus aufbauen darf. Ey, so irgendwie ist das schon wieder gerade. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde, es ist auch gerade irgendwie ein bisschen komisch im Moment. Also vielleicht liegt es auch momentan am Server, dass es ein bisschen ruckelt. Ich hab nichts gegen Sie. Könnte sein, ja. Weil angeblich habe ich super FPS und ich bin schon wieder tot. Jetzt komm zu mir jetzt geklettert. Ah. Wir sind gerade echt nicht so in der besten Form. Nee, gerade also beide wirklich. Gerade überhaupt nicht. Ich bräuchte mal eine. Ich hab nur. Ey, ich setz nochmal mein letztes Medikit ein. So. Nur noch rechts in Fire. Drücke vor. Gib ihn. Lalalala. So. Hey, was wollen Sie beweisen? Ey, Alter! Halt doch die Fresse! Oh mein Gott! Wir haben euch gerade das Leben gerettet, verdammte Scheiße! Da wirst du die ganze Zeit noch blöd von der Seite vollgelabert. Bist du im Feuergefecht, ne? Mit Elite-Gegnern und alles auch bla 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 bla. Bock, 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 bock! Ja, das war halt eine Frau, die meckert sowieso nur rum. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Darf er das? Chauvinist. Hä? Wer hat das gesagt? Ja, also echt so, weißt du? Da labern die dich die ganze Zeit noch voll. Während du dich konzentrieren musst. Das gibt's nicht. Wie toll, was ist hier denn? Hä? André, wo geht's denn hier lang? Das ist einfach nur ein anderer. Ja, okay, vergiss es. Das ist einfach nur ein anderer Weg. Ich sehe schon, du hast Spaß. Ja. Sehr viel Spaß. Explosionen und so. Oh. Explosions! Oh. Wo bist du? Ich bin hier. Okay, ich komme. Ich vergesse immer, dass die so ewig lang nachladen muss. Explosionen! Explosions! Ja, unsere lieben Zuschauer sollen ja auch auf ihre Kosten kommen, ne? Ich glaube, ich wechsle mal zur Brandgranate. Ich glaube, es wird sehr amüsant für sie. Komm. Nee. Wo. Guck mal, da rechts sind immer noch Typen. Wo sind die denn? Okay. Dann sollen die doch da sein, ist mir doch egal. Ja, wir können die schön wegholzen von hier oben. Und das Gute ist, sind ja alles Berserker. Ich frage mich jetzt auch gerade, was der Scheiß sollte. Warum der eine Typ
den ganzen Weg jetzt zurückgelaufen ist, um seine Kumpels zu holen. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Gucken wir mal hier oben ein bisschen rum, weil ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Du meinst, die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Ja. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Wie viel wollt ihr jetzt so reden? Ist jetzt gut. Ich wollte schon die ganze Zeit was sagen und die labern einfach weiter. Und das Blöde war, die haben ja immer so lange Pausen gemacht. Darum muss man jetzt nicht. Kann ich jetzt noch was? Kann ich jetzt? Oder? Nein? Okay. Sie reden immer noch? Ja, also voll belanglos. Ja, und wie geht's dir heute? Ach, mir geht's gut. Und dir? Ja. Was? Hier oben ist eine Kiste. Aber kein Epic Loot, sondern einfach nur Kiste. Ja, hier habe ich schon rausgelootet. Ich weiß nicht, wo das hier ist. Da bin ich ein bisschen überfragt. Oh. Eine schönere Gasmaske für mich. Mal kurz hier Medikits einsammeln und sowas. Einsammeln. So. Irgendwo habe ich jemanden gehört. Ach, da oben. Lululu. Oh, ein schöner Rucksack habe ich gefunden. Okay, warte. Hast du noch ein Scharfschützengewehr überhaupt? Was? Okay. Klaus, los! Momentan habe ich keins. Momentan habe ich die. Weiß ich gerade gar nicht. Warte mal. Du kümmerst dich schon drum. Ich habe ein Scharfschützengewehr, aber nicht ausgerüstet. Okay. Explosionen! Mehr! Ah! Fuck, da kommt ja einer! Wo? Was? Bei mir hier oben, ich hab ihn aber. Lass dich locker! Aha, nö! Ich krieg den doch nicht. Ist der letzte, oder? Sieht so aus. Hier ist Dr. Candle. Probenteam, hören Sie mich? Hier, bitte. Oh, da kommt noch mehr. Hören Sie, Doktor. Ah, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor, aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Doch, aber er kann sich nicht konzentrieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Ich krieg gar nichts hin, das machen wir. Verstanden, Doc. Fatale Ende. Aber so, wieder so, ja, es geht ums Überleben der gesamten Menschheit, als ob das jetzt an denen hängt, ne? Und wir müssen die Drecksarbeit machen, ja, fickt euch. Ja, es ist schon die ganze Zeit so, die JTF immer wieder aufs Neue, oh ja, hi, wir sind die JTF und wir retten ja alle. Ach ja, übrigens, The Division, tötet mal bitte alles für uns hier. Ihr Lappen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall, hier könnte es auch mal weiter, hier ist wieder Blut, so eine kleine Kiste. Oh, ein Rucksack. Eine Pistole. Oh, die steht hier schön im Weg rum. Ne? Gefällt dir das? Hm? Ja. Hm. Hä? Ich bin doch gar nicht bei dir. Stand die aber vorher voll im Weg rum? Ach so. Okay, Oh, so, hier ist was. Okay. Bist du soweit? Bist du nicht? Warte. Ich muss noch ein bisschen Muni. Und. Ah, okay, hier ist die Muni. Kannst schon mal hochklettern. Ich bin soweit. Vor allem, ich kann schon mal hochklettern, ne? Und da oben werde ich direkt geschossen. Ah. Runter und nach rechts, komm mit. Ihr kennt die aktuelle Lage.
diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Renn los! Der brennt doch! So schöne Farben. Ach ja, wenn du bei dem Typen was Lustiges sehen möchtest, schieß auf den ihre Tasche. Los, rein da! Bringt es zu Ende! Was? 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 Ist schon okay. Ach, das ist der Boss. Schön. Klaust. Also ich finde Klaus süß. Ja, ey, die Gegner, der Gegner Klaus, ne? Der hat sogar ein Schild. Der ist ein fetter Klaus. Der hält ganz schön viel aus. Oh, was ist das denn? Also los, alle gehen rein. Na, die halten echt. Ach du Scheiße, jetzt kommen noch mehr von den Wichsern. Ich frag mich auch mal, wo die alle mal herkommen dann. Der Gegner Klaus ist schon mal kaputt. Ach ja, ja, wenn ich in die Tasche schieße, dann hat der auch so ein gelbes Kreuz da. Ja, dann explodieren die da. Und die haben ja Brandgranaten dabei, also es gibt ein schönes Feuerwerk, sag ich's mal so. Eine schon mal. Los. Achtung, Granate. Ich hab grad ein ganzes Magazin in seinen Kopf reingeballert und. Naja. Der hat einen stabilen Kopf. Tot. Der hat einen richtig stabilen Kopf. Los, Klaus! Ich find Klaus nützlich. Nein, Klaus! Klaus brennt. Der letzte kommt aber so schön fest. Das ist ziemlich nice. Also, Klaus liebt die Gefahr. Ja, Klaus denkt sich YOLO. Aber hallo. Oh nein, das war mies. Oh, komm, tot. Was war mies? Das haben schon wieder gemacht. Wie ich gezielt hab. Mein Aiming war mies. Und alle Welt sieht das. Alle Welt. Jeder. Ich hab ne Vektor. Aber nur die kleine Variante. Ich habe eine AK-47 Classic Maske und ein. Was habe ich denn noch bekommen? Ach ja, ein vertikaler Griff. Okay. Und die AK-47 macht Schaden. Ich glaube, die nehme ich mal. Tut mir leid. Eine schöne P416. Aber ich habe heute leider keine Rose für dich. Hast du nicht? Die Arme. So, warte mal kurz. Jetzt habe ich das hier, 3147 SPS, und dann habe ich noch ein Scharfschützengewehr, also ein richtig schlechtes. Ich kann das M44 nicht leiden. Ne? Hab ich eine Lassen schöne AK. Ja? Mhm. Macht irgendwie sowas mit einem Schuss von. Wie viel Schaden macht sie denn jetzt hier? Ein Schuss macht sie 461 Schaden und generell macht sie 3502 SPS. Ja? Mhm. Heißt das eigentlich Schaden pro Sekunde? Ja, würde eigentlich am meisten Sinn machen.
Ja. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Nur die Frage, wo ist denn hier diese Epic-Loot-Kiste? Das frage ich mich auch. Aber die ist immer ganz gut versteckt. Was heißt immer ganz gut versteckt? Wenn man weiß, wo sie ist, ist sie natürlich nicht mehr versteckt. Also, naja. Scheiß drauf, YOLO. Warum folge ich dir immer? Wobei ich weiß, dass du falsch läufst. Wieso? Wir finden eh besseren Kram. Warte mal, da ist ja wohl Telefon. Wo ist denn das? Das oben? Das ist auf der anderen Seite. Liegt doch da unten. Ach so. Ich hänge fest. Jetzt gibt's Feuerwerk. Cool. Ist das eigentlich Müll, der da unten ist? Ja. Weißt du, zum. Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Da kommt ihr aber früh drauf. Ich wollte es gerade sagen. Es gibt einen anderen Kanal? Was? Warum seid ihr das auf meinem? Und ich habe eine M4-Polizei-Version gefunden und die macht wieder mehr Schaden. Also tschüss, AK. Oh. Two ways to make Napalm. Equal parts gasoline and frozen orange juice concentrate. Was? Warte. Einfach nur Benzin und gefrorenen Orangensaftkonzentrat zusammenmischen und man hat Napalm? Oder das gleiche funktioniert auch mit Benzin und Diät-Cola. Wie steht hier? Sollten es mal ausprobieren. Die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen, meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Ich dachte, ihr seid auf einem anderen Kanal! Aber ganz ehrlich, wie schnell haben die Proben ausgewertet? Ja, weiß ich auch nicht. Die sind da relativ flott. Aber warte, ich will mir jetzt den neuen Beweis angucken hier. Guck mir auch erstmal den Beweis an. So, und Ruhe. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Mehr habt ihr nicht herausgefunden? Nein, okay. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es immer schwerer wird, einen Impfstoff herauszufinden. Das ist schön. Und dafür haben wir uns durch die ganzen Cleaners gearbeitet. Ja, uns ging es ja in erster Linie dabei hier nur um Spaß. Ne? Wir wollten töten. Ja, und dass wir jetzt rein zufällig noch ein bisschen was gefunden haben, ne? Ist halt ein Bonus. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht... Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Tellerrand schauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel. Ups. Millionen Leben stehen auf dem Spiel, alles klar. Und ich habe zu oft die Taste gedrückt, deswegen hatte ich dieses Einrastding wieder. Na? Wollen wir uns erstmal das Safe House holen? Das ist ja direkt hier über uns. Ja, wir wollen uns zuerst das Safe House holen. Das geht. Hier lang. Hier ist es okay, schon. Warte. Das Ding schlägt einen total komischen Weg vor.